Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Gerechtes F. In der letzten Folge waren wir hier in den Sandschleierruinen und in den Windwerkruinen und haben eine Entdeckung noch gemacht. Gefunden. Aber eigentlich gemacht, ja. Und ja, jetzt sind wir in den Sandschleierruinen, wo uns einige Rätsel ja. Oh Gott. Ja, begegnen und ja, wir machen jetzt einfach mal ganz schnell hier. Das ist ja ganz schnell, aber naja. Oh, eine Truhe. Ein Galt, jawohl. Warum in einer Truhe? Okay. Boah. Das wird schon. Ja, das wird ein Spaß. Ich fand irgendwie, die letzte Folge ist ein bisschen abrupt beendet worden. Ehrlich gesagt, lag das nur daran, weil ich voll aufs Klo musste. Und die 20 Minuten, die passten gerade so wunderbar da rein. Deswegen war das jetzt so passend. Ja. Was ich auf dem Klo gemacht habe, das überlasse ich eurer Fantasie. Jedenfalls. Boah, ich bin jetzt schon richtig voll überfordert gerade. Das hier muss auf jeden Fall ein, das ist schon mal richtig. Boah. Das ist noch nicht das Schlimmste. So. Also rot, das heißt, wenn hier so ein Ding ist, dann kann rot und blau hier hin und dahin, deswegen ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ist merkwürdig. Was? Warum geht das? Ach so, okay. Ja, das könnte ich dahin tun, das könnte ich so lassen, aber ich habe es jetzt anders gemacht, verdammt. Und wieder irgendein Gegner, den mal schnell fertig putzen. Putzen, was? Okay, Sherry wird immer getroffen von diesem Angriff. Was soll das? Okay, Gegner jetzt gar kein Problem. Ach ja, ich habe letztens, weiß ich nicht, in Land habe ich das hier, glaube ich, gefunden. Das Zauberbuch verdoppelt eine Chance auf einen Halt vom Materialobjekten. Das habe ich im Shop von Land gekauft, als ich da einige Stempel mehr dazu bekommen habe. Nur so ganz nebenbei. Ich wollte sagen, dass ich das nur so gefunden habe. Oh, Buch der Einsamkeit. Dieses Buch verringert die Zahl der am Kampf teilnehmenden Figuren auf 1. Ja. Besonders gut, wenn man Herausforderungen liebt. Ich finde da das Spiel schon schwer genug auf nächsten Schwierigkeitsgrad, aber naja. Wir müssen noch immer irgendwelche mehr. Ach, ich mach rot und blau da. Uah. Müssen immer noch irgendwelche noch mehr Schwierigkeit reinbringen, ne? Warte mal. Das war, glaube ich, ein bisschen zu blöd. So, die kommen nicht wieder. Sehr gut. So, ich glaube, da muss ich den hier hinbringen. So. Oh Gott, ich krieg Kopfschmerzen. Dabei machen wir ja noch nicht so viel. Das ist noch nicht mal das Schwierigste. Das ist noch verdammt einfach, ehrlich gesagt. Da. Man merkt, ich setze verdammt auf tödliche Kraft ein. Genau. Ja, ich setze verdammt auf tödliche Kraft ein, weil das irgendwie der stärkste Angriff im gesamten Spiel ist, meiner Meinung nach. Und er bringt's voll, finde ich. Da sind ja irgendwelche Dinger, die ich noch so aktivieren muss hier, diese Platten. Ich glaube ja, ne? Das hier, ja, da war nur ein Monster. Gut. Können nicht irgendwie durchgehen oder so leuchten, damit ich weiß, welche ich schon aktiviert habe, welche nicht. Bams. Guck mal, dieser Angriff funktioniert nie, wenn ich irgendwie selber trainieren will. Ja, Espel hatten wir schon lange nicht mehr im Team, deswegen können wir nicht mehr diese We Are Siegesquoten machen. Was muss ich machen? Nee, das ist blöd. So, dann tun wir das hier hin, würde ich sagen. Und das kommt dahin. Und da muss ich irgendwie was.
Oh Mann. Boah. Ich habe hier schon Probleme, das ist nicht witzig. Warte mal, nee. Was? Ich glaube, das wäre besser, wenn ich das da hin mache. Was? Ja, der Blau muss dahin. Der Vorgänger, da muss ja gar nicht die da bilden, oder? Was? Ja, muss gar nicht die da bilden. Aber warum? Hä? Er bildet dort zusammen Lila. Ach, ich muss alle aktivieren, stimmt. Oh Gott. So. Das heißt, oh, das wird lustig. Okay, das heißt, das Ding muss so runter, glaube ich. Ja, hier ist blau, das muss auf jeden Fall so. Das ist auch richtig. Das auch. Muss das hier, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, dahin muss das gar nicht. Das muss hier lang, glaube ich. Geht das da lang, dann wird er mit Lila verbunden da oben. Für die, die es, dieses Rätsel gar nicht kennen, ist das bestimmt voller Mindfuck gerade. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. So, das Ding ist hier hin. Das Blaue wird da hingehen und das Rote geht da unten hin. Das müsste halt eigentlich nicht fertig sein. So, alle Dinger sind doch jetzt am Blinken, oder? What? Warte mal. Hä? Was? Wo kommt denn das Rot her? Kommt von da, was? Ah, okay, jetzt ist es. So, in so einer Art Rätsel gibt es nochmal einen größeren Ausmaß. Ist das nicht schön? Okay, warte mal hier. Hier ist das. Sehr schön. Entdeckung. Hitzestrahlenkanone B. Melik erhält den Titel Ultimativer Entdecker. Sehr schön. Zeichen eines abgeschlossenen Entdeckerbuchs. So gut wie du kennt sich sonst keiner aus. Sehr schön. Aus welchem Vitalität? Okay, sehr schön. Okay. Hier aus können wir uns dann teleportieren. Ich verstehe nicht, man hat das eigentlich jetzt nur deswegen ja gemacht, ne? So, dann zeige ich euch jetzt nochmal andere Dinge. Betonung liegt auf zeigen. Ich werde es ganz bestimmt nicht machen jetzt. Weil ich ganz ehrlich keinen Bock drauf habe, meine Nerven und meine Zeit damit zu verschwenden. Nicht, dass ich nicht bereit wäre, Zeit zu verschwenden. Ich meine, 68 Stunden. Also an Zeit liegt es jetzt echt nicht. Aber das ist einfach der Horror. So, wenn ich das Ding jetzt wiederfinden würde. Ich glaube, hier unten war das, ne? So. Ich zeig's euch mal kurz. Hier war das, ne? Ja. Ja. Sehr schön. Hier, guckt euch das an. Das Ding hier muss man machen. Alles davon. Das Blöde ist, wenn man irgendwie einen Fehler macht oder so, oder wenn sich irgendwie so ein paar Farben überschneiden, ich gesagt, weiß ich ja gar nicht mehr, wie das funktionierte, dann setzt sich das alles wieder zurück. Man kann wieder alles neu einstellen. Sehr schön, ne? Man muss natürlich noch alle Farben, ja, also hier grün, blau, lila, blau, rot, gelb, orange, lila, grün und so. Da muss man alles hier durchqueren und ja. Erst dann kann man die Tür öffnen.
und wir sehen uns dann irgendwann hinter dieser Tür. Aber ganz bestimmt nicht jetzt. Wahrscheinlich tue ich das irgendwann mal hier so dranhängen. Aber naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch was anderes. Oder? Weiß ich nicht. Nee, wir gehen jetzt erstmal hier raus und ich sehe euch dann irgendwann mal hinter dieser Tür und ich zeige euch nochmal das komplizierte Dingen davon, aber jetzt habe ich keinen Bock, ganz ehrlich. Das dauert mir zu lange und ja. Selbst das Ding umzusetzen dauert schon ein bisschen lange. Damit teleportieren wir uns einfach hier raus. Wir sind wegen der Entdeckung gegangen. Das reicht doch wohl, ne? So, jetzt fehlt mir nur noch. Es fällt mir noch eine Cutscene vielleicht ein, die wir vielleicht machen könnten. Und dann können wir den Part beenden. So, gehen wir raus hier. Und gehen wir jetzt nach. Ist jetzt geht? Nein, okay. Weiß nicht. Gehen wir nach. Hier. Hier ist auch eine kleine, nette, witzige Cutscene. Oder erschreckende, weiß ich nicht. Überlasse ich euch. Da gehen wir mal hier rein. Ich glaube, wir müssen jetzt hier runter, ne? Und dann seht ihr schon, was hier ist. Ja, da ist was gut. Okay, warum sind wir am Blinken? Und da ist hier die Victoria, wie man gesehen hat. Victoria, seid ihr das? Hallo, Malik. Hallo allerseits. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Schön, euch wieder zu sehen, Major Victoria. Hallo, Espel. Oder sollte ich Fürst Espel sagen? Du hast dich kein bisschen verändert. Euer Hoheit, ihr solltet hier nicht sein. Es ist gefährlich. Gefährlich? Dieser Raum macht auf mich keinen gefährlichen Eindruck. Eine der Maschinen hier strahlt anormale Hitzemengen aus. Ein Forscher hat mir gerade erklärt, weshalb das so ist, aber wir waren nicht in der Lage, es zu stoppen. Anscheinend hat jemand die Maschine falsch bedient. Dann habt ihr sie kaputt gemacht, richtig? Es stimmt, hier drin wird es immer wärmer. Dieses Wissensarchiv war vorher schon in einem kümmerlichen Zustand. Vielleicht hat es einen Kurzschluss gegeben. Je näher wir der Maschine kommen, desto wärmer wird es. Alles in Ordnung. Warum kommst du dann auf einmal näher? Ja, ich glaube schon, aber langsam komme ich ins Schwitzen. Mein Gott, das war ein bisschen zu nah. Das ist verrückt. Wir müssen die Maschine stoppen, ehe sie sich in einer Sauna verwandelt. Sie sollte sich abschalten, wenn man die Schaltfläche oben und unten rechts und die Mitte der linken Kante gleichzeitig berührt. Aber die Hitze ist unerträglich für jemanden aus Fendel. Also gut, Malik, als eurer frühere Kollegen bitte ich euch um Hilfe. Ich wollte sowieso helfen. Warum? Herr Hauptmann, was ist denn hier los? Das ist ein Badeanzug, macht euch keine Sorgen. Das ist ein Badeanzug, nur keine Bange. Los geht's. Warum? Anscheinend hat die Notabschaltung funktioniert. Wäre es möglich, dass so etwas nochmal passiert? Oh ja, das Ding ist jetzt im Eimer. Wenn ihr nochmal daran rumbastelt, wird es sich wahrscheinlich wieder überhitzen. Der Präsident sollte darüber informiert werden. Warum ist die Kamerafahrt so? Ihr gehört doch zur Stratas Militär, oder? Vielleicht könnt ihr ihn davon in Kenntnis setzen, was hier geschehen ist. Darum würde ich ebenfalls bitten. Viele Leben könnten in Gefahr sein, wenn wir nicht handeln. Ja, natürlich. Ich werde einen meiner Untergebenen damit beauftragen. Okay, ich dachte schon, wir müssen das machen. Übrigens, Victoria. Was habt ihr hier eigentlich gemacht? Ich war auf diplomatischer Sicherheitsmission in Strata und habe auf den Rückweg nach Inspektionen durchgeführt. In einem Badeanzug? Espel, ich verbiete dieses Thema noch einmal anzusprechen. Verstanden? Verstanden. Huch, ihr Ausbilder von der Akademie könnt einen ja richtig Angst einjagen. Tja, die Hitze hat nachgelassen, also könntet ihr euch jetzt wieder einkleiden. Das gilt auch für euch.
Stratas Militäroffiziere können einen auch Angst machen. 30.000 Gold. Was? Warum 30.000 Gold halten? Okay. Ich gehe mal da rein. Warum nicht? Es läuft ja immer noch ein paar zu Badeanzug da rum oder. Ne, okay. Okay, das war irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, verstörend. Ja, verstörend. Da trifft es sehr gut. Wir haben 15, 16 Minuten. Ich glaube, das reicht. Erstmal noch raus. Muss mal kurz überlegen, was können wir denn noch machen? Viel gibt es, glaube ich, nicht mehr im Future Arc zu erlegen. Glaube ich. Egal. Ich bin nur froh, dass wir erstmal aus der Ruine raus sind und habe schon, ne? Was jetzt noch so kommt, das werden wir ein andermal machen. Ich kann mal hier noch gucken, ob ich irgendwas hier abgeben kann. Seltene Handschuhe, Schroff, das kann ich vielleicht irgendwann mal herstellen. Also Reichstab, Pels Estuel. Okay. Da würde ich sagen, wir sehen uns dann irgendwann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.